Ja, und damit, meine lieben Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Sea of Thieves. Aber hier wird irgendwie immer noch das Falsche angezeigt hier. Zuschauer, alle? Spiel! Ich habe schon längst gesagt, dass es Sea of Thieves. So. Ich weiß nicht, wie der bitte schön auf Fortnite kommt. Ich meine, ich habe das alles umgestellt, auch bei... Naja, der Elgato, sage ich mal so, ne? Naja, liebe Leute, jedenfalls... Herzlich willkommen zu Sea of Thieves, zu einem weiteren Livestream hier auf Twitch, ne? Für die, die es später anschauen, natürlich auch herzlich willkommen und herzlich willkommen auch auf YouTube. Auf YouTube habt ihr es immer, naja, etwas später. Ah ja, ich muss noch hier so rüber. So, was gibt's denn wieder? Das frostige Angebot, bla 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 und so weiter. Was gibt's denn heute für ein... eine Aufgabe. Ich glaube, ich habe ja noch die Aufgabe, ein bisschen Chickens zu geben, ne? Abzugeben. Hier, glaube ich. Nee, da war das, ne? Großzügige Tat. Ja, zwei gebratene Hühnchen muss ich noch abliefern. Verwunschene Kanonenkugel. Ich muss was treffen. Oh, da gibt es jetzt Neues. Neu erschlagene Skelette. Ihr oder eure Crew müssen 9 Skelett-Captain wert Kopfgeld, Seefahrt oder Seelenorden besiegen. Okay. Ach, schließe erfolgreich 8 beliebige Seefahrten ab. Betritt als Außenpasser. Trete alle Außenposten auf Sea of Thieves und lege ruhig eine Grogpause ein. Naja. Ah ja. Eine Grogpause einlegen, genau. Übrigens, heute gibt es noch einen kurzen Livestream, ne? Bin ein bisschen müde, aber wollte heute trotzdem noch Sea of Thieves spielen. Ah ja, das ist die eine Aufgabe, die es gibt. Ach stimmt, jetzt habe ich trotzdem nicht nachgeschaut, ob ich vielleicht eine Anfrage bekommen habe auf der Xbox oder so. Also dem Account. Aber wir sind hier, okay. Da müsste ich mir schon fast merken, welchen Outpost wir haben und welchen nicht. Bisschen mehr Kanonenkugeln. So, was nehmen wir denn hier für eine Galionsfigur? Mal sie. Ich habe die eigentlich noch nie wirklich genutzt. Dann nehme ich hier das hier. Genau. Und hier. Ah, da ist er. Stimmt, den habe ich auch noch nie genutzt. Keine Ahnung. Ach stimmt, vielleicht könnte es sein, dass er die Einstellung wieder falsch hat. Und zwar die Auflösung. Mal schauen. Das passt. Ah doch. Sehr gut. Passt alles. So will ich doch das haben. Ja, das wollte er irgendwie nicht mitnehmen.
Dann machen wir der Bündnisflagge hoch, ne? Das ist irgendwie so das Standard, was ich mache. Ich hoffe immer, dass die Leute mich abonnieren. Nein. Naja. Scherz beiseite. Ich hoffe, dass sie mir beitreten, in meinem Bündnis beitreten und dann, ja. Heute habe ich eine echt komische Kombination genommen. Aber das ist auch egal. Darf ja mal sein. Unsere Mission ist einfach, im Bürsten herumzufahren. Wir können alle Seeposten besuchen, ne? Außenposten besuchen. Da der eh in der Nähe ist, will ich mal sagen Südosten, ne? Und auf geht die wilde Fahrt. Na, so wild wird sie heute nicht sein. Hoffe ich jedenfalls. Hätte jetzt keinen Bock hier, stundenlang von einem Schiff verfolgt zu werden. Nur weil das denkt, ich hätte irgendwelche gute Schätze und so dabei. Hab ich ja gar nichts. Ist das eigentlich der Outpost? Überhaupt nicht. Ach, wir müssen Südwesten. Ja, dann habe ich das falsch gesagt. Ist ein Mitspieler möglich? Ja, theoretisch schon. Theoretisch ist das möglich. Oder ist ein Mitspielen möglich? Ja, theoretisch schon. Ich werde einfach eh nicht allzu lange spielen, also, jo. So, ich glaube, jemand hat heute Geburtstag, also spiele ich das. Und also heißt theoretisch, okay. Also du kannst mich jedenfalls schon adden, wenn du das möchtest. Weil zwischendurch spiele ich halt mal Sea of Thieves. Also ich glaube, Merlin, du hast heute Geburtstag oder der CC Gotthand, ne? Also das halt später sehen solltest. Alles Gute, ne? Vielleicht kommst du ja noch rein. Den hier. Alles gut. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen, okay. So auf Discord, ne?
Golden Sand. Volle Wendung. Jawohl. Die Aufgabe ist ja jeden Seeposten zu betreten. Dann hätten wir hier schon 2 von 7. Also nicht, dass ich das heute alles mache, aber... Ja gut. Schau mal, wer was geschrieben hat. Achso. So. Kann ich nämlich rüber ohne... Ohne euch zu nerven hier, bitte. Jawohl, so. So geht das schon. Also ich nerv euch vielleicht, dass ich ja halt die Dinganzeige hatte, aber... So, wo siegeln wir denn als nächstes hin? Ja, genau, da nicht. Unten ist noch ein Outpost. Tja. Da hätten wir einen Seeposten. Gibt es hier Hühnchen bei Cannon Cove? Bei Tweety vielleicht. Ich habe jetzt gerade nicht die Karte offen. Das zu wissen. Naja, einfach mal nach Osten. Und ich weiß, das Schiff dreht sich im Kreis. Wenn ich dann die das Ganze hoch habe. Was ist denn die Ding? Truhe? Ist die denn hier? Nee, wahrscheinlich nicht. Das weiß ich nicht. Wir können ja bei Cannon Cove irgendwie vorbeifahren oder so, ich weiß eben nicht. Ich glaube, da gab es aber keine Hühnchen. Ich finde das immer so schön, so zu schauen und dass die so verpixelt aus. Also irgendwann werde ich das echt in Teil nachbauen. So als Gag. N64 Sea of Thieves. Also so könnte ich mir, hätte ich mir auf der Nintendo 64 Sea of Thieves vorgestellt. So, ich schau mal jedenfalls. Vielleicht gibt's ja Hühnchen. Kann ich mich nicht mehr rüberschießen? Man muss doch nicht wirklich das Ganze betreten. Also Schweine ist mir klar. Ich glaube Schlangen gibt's auch, aber... Hühner? Da war ich. Da weiß ich nicht mehr. Was sind das? Ach, zum Nachladen.
Bestimmt, was ich schon länger nicht mehr gemacht habe, ist diese Schiffe, da gut, nach denen getaucht bin. Oh, das hört sich doch nach einem Hündchen an. Wo sind denn sie? Da unten. Okay, da muss ich noch ein Essen her. Tut mir leid. Der ist jetzt nicht gestorben. Geronimo! Übrigens, heute habe ich die Werbung nicht drin. Also, ich könnte ja Werbung schalten, dass man immer Werbung sieht, während dem beziehungsweise zuerst schauen muss, bevor man mir zuschauen kann. Ich weiß es nicht, ob das nervig ist oder eben nicht. Keine Ahnung. Also ich sag's mal, bei Leuten, die man kennt, ist für mich egal, wenn ich 5 Sekunden oder so Werbung schaue oder da. Ich meine, gehört irgendwie dazu. In manchen Business. Aber ich will euch ja nicht ärgern. Ich meine, ich will die neuen Zuschauer nicht ärgern. Dann kommen die rein und denken sich so erstmal, oh, Werbung. Ja, toll. Mann, oh Mann. Dann hat er keine Zuschauer und was macht der? Der schaltet Werbung. Wunderbar. Also ich würde mir das natürlich auch denken, wenn ich das am Stream schaue. Ich hatte auch schon einen und da habe ich mir gedacht, ja super. Das erste, was ich von dem sehe, ist Werbung. Gut, er hatte wenigstens ein paar Zuschauer, also. Aber man denkt sich einfach so am Anfang so, okay. Ja. Man möchte ja eigentlich den Streamer direkt sehen oder erleben oder so und nicht noch ein paar Sekunden Werbung schauen müssen. Wobei das eben mittlerweile auf YouTube so mehr oder weniger Standard ist. Klar, bei einem Livestream vielleicht nicht unbedingt. Manche haben das zwar bei Livestreams auch schon. Aber auf Twitch ist so, ich weiß nicht. Keine Ahnung, seid ihr enorm oft auf Twitch unterwegs und wie viele von denen, oh, haben Werbung geschaltet? Das würde mich mal brennend interessieren. Wenn es dann jemand anschaut, ne? Ah ja, ich müsste die natürlich garen, ne? Also braten. Aber was ich sehr interessant finde, dieses Phänomen auf Twitch, meine Videos werden, also meine Streams meine ich, werden mehr angeschaut als also auf YouTube dann. Also wenn ich jetzt auf YouTube streame, habe ich nachher weniger Aufrufe, als wenn ich auf Twitch streame, also im Nachhinein noch. Ist komischerweise so, aber ja. Das heißt, die Leute schauen es später an, wobei ich jetzt darauf keine Nachricht bisher bekommen habe. Ich weiß jetzt gar nicht, kann man nachher noch in den Chat schreiben? Ich glaube nicht mehr. Ich vermute nicht.
Weil ich hatte Videos, ich habe Videos, da konnte man reinschreiben, aber ich glaube, die gab es damals als Premiere. Aber irgendwie gibt es auch die Premiere-Funktion gerade nicht mehr. Oder die haben sie abgeschafft. Ich habe es ja da sowieso mal was gelesen. Aber irgendwie kann ich nur eine von der brennenden Kugel in der Hand haben? Okay. Jedenfalls, finde es interessant. Was mich aber immer noch wundern nimmt, ist, wenn ich jetzt ein Video hochlade. Manche Streamer, also Twitch-Leute, haben ja auch Videos, beziehungsweise Streams, bei denen aber Werbung läuft vor dem Video oder vor dem Stream. Damals gestreamten Video, sage ich mal, sozusagen. Bei denen läuft davor Werbung, auch wenn die nicht aktuell am Stream sind. Mich nimmt wunder, wie das läuft. Kann man das nur machen, wenn man Partner ist? Könnte ich mir vorstellen. Ja. Ach ja, stimmt. Ich habe gar noch nicht geschaut, ob mein Emoji genehmigt worden ist. Könnte ich ja mal kurz nachschauen. Was hast du eigentlich so Schönes? Was habe ich bekommen? Glückwunsch, du hast ein Ziel erreicht. Ah ja. Du hast ja auch eine Aufgabe hier. Every star tells a story. Die Schaufel? Die Schaufel gönne ich mir. Naja. Schau mal gerade kurz. Gut, in der Zeit kann ich hier mal. Ich mache eine 30-sekündige Werbepause rein. Was? Ich könnte hier nochmal in Werbesekunden. Okay, komisch. Egal. Inhalt. Affiliate. Ich mache eine Pause hinein, ohne dass jemand dabei ist. Emojis. Genehmigung außenstehend. Okay. Also das heißt, es wurde nicht geprüft, aber eben, es kann ja 2 Tage oder länger dauern. Ich bin ja noch nicht so lange in Affiliate-Ding, dann werden die das genau unter die Lupe nehmen. Ich hoffe, es kommt gut und sonst, naja, könnt ihr mir von mir aus die Gründe sagen, wieso die denken, dass das jetzt nicht gut ist. Kann man seit neuem einfach nur noch. Ach so, man kann 5 von den Dingern tragen. Tschüss. Gibt es ja noch als Eventaufgaben? Täglich. Liefere heute 3 Truhen an den Go sichere euch. Was ist besser als Gold? Mehr Gold. Liefere heute 3 Truhen an den. Sichert euch einen feinen Goldbonus. Ja, dann müssen wir halt irgendwo Truhen finden. Plunderout-Pose. Shipwreck Bay. Wir fahren mal zu dem dümmsten Außenpost, oder? Ist der dümmste? Oder sehe ich das falsch? Ja, doch, doch. Das ist mehr oder weniger der dümmste Außenposten. Das ist Nordosten. Naja, naja.
Also mir gefällt der Außenposten einfach nicht. Ein zu langen Steg und naja, passt irgendwie alles nicht zusammen für mich. Von dem her. Ja, was ich übrigens immer noch nicht weiß, ist, ob mir die 30. Königin Ding weniger bringen als eine Minute Werbepause oder ob mir die Werbepause am Anfang mehr bringt oder was auch immer. Also es ist so. Ich habe keine Ahnung. Wie viele Skelette sind denn da, bitteschön? Also ob die Werbung am Anfang besser ist, sagen wir vom Verdienen her, oder dazwischen mal eine Pause zu machen mit mehr Leuten. Ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt einfach bisher 2 Tage, ne? Und an einem Tag habe ich auch einfach nur Sea of Thieves gespielt. Dort habe ich einfach, glaube einmal eine Werbepause oder zweimal. Ich glaube einmal eine einmal habe ich da eine Werbepause reingemacht. Stimmt. Da waren, glaube ich, auch ein paar Leute dabei. Deswegen, ja. Also ich bin alles am Ausprobieren, falls die Leute hier zum Beispiel jetzt auf YouTube oder eben später, wo auch immer die Streams anschauen, denken, oh Mann, du redest immer vom Gleichen. Ja, also ich meine, es ist etwas, wo mich momentan beschäftigt, ne? Und das darf es auch. Ich finde es eben interessant zu wissen, hey, wenn ich jetzt Werbung schalte, sagen wir, es sind 20 Leute da, was bringt mir mehr? Klar müsste theoretisch gesehen die längere Pause mir mehr bringen. Aber ich weiß einfach, es wird mit CMP berechnet. Ich weiß auch nicht ganz. Ich weiß vor allem nicht, wenn ich jetzt eine 30-sekündige Pause reinmache, ist die theoretisch wirklich 30 Sekunden oder ist die dann überspringbar? Ich sehe da ein Schiff. Ist das der Outpost? Könnte sein. Oh ja. Ich muss ihn ja nur betreten, das ist das Schöne. Übrigens war ich da noch nie, seit das Ding hier ist, ne? Dem hier, ja. Ich denke immer an Oh My Darling, wenn ich das höre. Übrigens an der Stelle möchte ich nochmal hinweisen, an die später auf YouTube anschauen, beziehungsweise überhaupt auch die, wo auf Twitch schauen. Wenn ihr genau dann on seid, beziehungsweise den Stream dann on schaut, wenn ich auf Twitch on bin, könnt ihr Kanalpunkte bekommen. Mit den Kanalpunkten könnt ihr gewisse, sagen wir, Events freischalten, also Dinge freischalten. Ich muss mal schauen, ich glaube, ich stelle es sogar so ein. Wenn ich das richtig gesehen habe, wird das ja jeden Monat zurückgesetzt. Aber ich glaube, ich stelle das eher so ein, dass das überhaupt nicht zurückgesetzt wird. Das heißt, seit Beginn, weil sonst wird man das ja verlieren, die Punkte. Ne? Und das wäre ja blöd, wenn jeder Monat die Kanalpunkte zurückgesetzt wird. Pro Stunde könnt ihr über 100, glaube ich, bekommen. Und es gibt eben unterschiedliche Möglichkeiten. Genau. Was eben das Schöne ist, ne? Also klar, es ist eine kleine Spielerei,
Aber es kann sicher interessant sein. Und die andere Sache ist auch noch, Streams werden auch interessanter, desto mehr aktive Leute mit dabei sind, ne? Das heißt, wenn sehr viele aktive Zuschauer dann mit dabei sind, dann wäre das auch viel interessanter. Ja, wunderbar. Das heißt, ihr könnt ja die Streams gestalten oder mitgestalten, wenn ihr dann auch mit dabei seid. Ist hier nur Früchte, wollte ich sagen. Deswegen kann ich noch mal sagen, mit um 19 Uhr könnt ihr rechnen mit Streams. Also oft, nicht immer. Aber sehr oft. Ich werde dazu natürlich gegebenenfalls auch ein Video dazu machen, wenn ich dann endlich mal dazu komme. Ja, wer weiß. Hab noch viel vor. Manche Streams werden sehr kurz sein, wie dieser hier wahrscheinlich. Gut, vielleicht gibt es trotzdem eine Stunde oder so. Manche Streams können lange sein. Wer weiß das schon? Es hängt auch ein bisschen vom Spiel ab und eben von den, sagen wir, Zuschauern. Also den Leuten, die hineinkommen. Eine andere Sache möchte ich auch noch für die aktiven Leute ansprechen, beziehungsweise es gibt ja Ränge, die ich vergeben kann, ne? Zum Beispiel VIP, wobei ich insgesamt 10 von denen vergeben kann. Und, naja, Moderator. Moderator ist was anderes dann. Das wissen ja die meisten, was das ist, aber das vergebe ich eher nicht. Ah. Stimmt, da wäre ja was. Jedenfalls, um den VIP-Rang zu bekommen, würde ich mal euch sagen, müsst ihr aktiv sein. Also den meisten, wo aktiver sind, oft zuschauen und so, die werden diesen Rang sicher bekommen, solange ich das noch vergeben kann. Ne? Wenn viele Leute im Chat aktiv sind, also sagen wir über 10 oder so gleichzeitig, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass ich das weitere Ränge VIP vergeben kann. Ne? Ihr könnt euch das vielleicht wie eine Errungenschaft oder so vorstellen, ja, dass ihr da noch was dazu kriegt. Und ich meine, die Leute sehen, oh, der ist länger aktiv, sage ich mal so. Oder mehr aktiv. In den Livestreams, ne? Darum geht's. Klar, manche sind ein bisschen weniger, manche sind mehr. Und manche bekommen den auch wenn sie nicht so aktiv sind. Aber das sind eher dann die Leute, die ich schon wirklich länger kenne. Wo ich sage, hey, ja, die haben diesen Rang verdient. Was man mit VIP genau alles machen kann, das lest gerne auf Twitch. Ich weiß es leider noch nicht auswendig, deswegen. Ja. Und es wird wahrscheinlich immer Leute geben, die fragen mich: Moderatorrechte, bitte nicht, ich will nur Moderatorrechte haben, ich bin doch da. Das ist ein Sonderding, ich sag mal so. Moderatorrechte gebe ich wirklich nur, vergebe ich nur selten. Ja, und ich weiß gar nicht, wie vielen ich das geben kann. Ich würde mal schätzen 3 oder so. Eine Person hat diesen Rang schon. Ja, und diese Rechte. Der ganz einfache Grund ist, erstens
braucht man dafür Vertrauen. Ne? Also ich brauche Vertrauen an die Leute. Und ich gebe nur das denen, wo ich denke, ja, den kann ich vertrauen. Und das Vertrauen kann man nicht kaufen oder nicht einfach so spielen, sage ich mal. Sondern das kommt mit der Zeit. Und ich merke, dass wenn ich mit den Leuten länger unterwegs bin, mit ihnen rede, mit ihnen irgendwelche Spiele zocke, und ich schätze das selber ein. Also der VIP-Rang, den kann man noch schneller bekommen als Moderatorrechte. Denn das ist für mich eher so, das gebe ich nicht jedem. Weil man kann damit Unsinn machen und ich erwarte nicht, dass man damit Unsinn macht. Die Schnittertruhe. Am Schluss kommt noch irgendjemand und versenkt mich, weil ich hier die Schnittertruhe hole. Aber ich wollte mal wieder tauchen gehen. Oh. Jedenfalls eben, längeres Vertrauen. Also, es muss nicht langjähriges Vertrauen sein. Bei manchen Leuten, da gebe ich's. Und die, die betteln und das unbedingt wollen, die werden das nicht kriegen. Ich gebe das nicht denen, wo ich sage, ja, die haben ja schon seit Jahren, oder die betteln, oh. Sogar eine Heultruhe gibt es hier. Irgendwie solche, die immer kommen und oh, nähern sich von Moderatorrecht. Oh, kann ich nicht. Oh. Die werden das niemals bekommen. Und ich sage euch eins. Leute, die dies haben und dann doch einen Scheiß machen damit, also einen Unsinn machen, und ich krieg das später damit, die werden dieses schnell verlieren. Truhe des 1000 Zeugen. Ja gut, der weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich mach's mal hoch, aber klar kann's mal geben, ein Missverständnis oder sowas, oder das sind auch nur Menschen und so, dass die einen Fehler machen. Es kommt aber darauf an, wie schwerwiegend der Fehler ist, ne? Sagen wir mal, irgendjemand nervt die und die nerven zurück und schreiben irgendwelchen Unsinn denen und dann findet der ja gut, der nicht banne ihn, aber er macht genauso mit dem Ding und schreibt in die Kommentare auch Unsinn. Da muss ich einfach sagen, nee. Damals gibt es ein gewisses Limit, wo ich sage, ja, okay. Ich meine, ich habe auch schon Fehler gemacht und ich werde wahrscheinlich auch weiter Fehler machen. Das ist ein Mensch, ist menschlich, ne? Aber es kommt darauf an, was für Fehler. Und aus welchem Grund man den Fehler macht. Macht man den Fehler, weil man Spaß daran hat, oder macht man den Fehler, weil man es nicht besser weiß, oder weil man gerade überfordert in der Situation ist, oder man ist genervt? Ja. Also es ist situationsbedingt, und man muss abhaken, aber also ich will da nicht lange machen, weil wenn ich merke, die Leute, die haben einfach Freude, andere zu ärgern, da muss ich sagen, nein. War sehr schön. Eine richtige Truhe. Und ein Pulver, was gibt's hier noch? Das leckt hier ein bisschen in dem Ding. Vielleicht gibt's vorne noch eine Truhe.
Na, wer weiß. Jedenfalls eben das mit Moderatorrechte. Das kann ich nicht einfach vergeben, ne? Also ich werde wahrscheinlich viele Kiddies haben, die wollen das immer haben und die werden betteln bis zum Untergehen. Aber ich sag's euch auch so, die anderen Streamer, macht das nicht, ne? Oh. Es gibt Sairagu. Oder auch nicht. Ah, doch. Ach, der ist am Heulen. Ich bin im Wasser. So, ich schau mal noch, ob es eine andere Truhe gibt. Ich meine, die Heultruhe gibt normalerweise schon eine genügend, also gut Gold, sag ich mal. So, da vorne haben wir nichts. Zwischendurch gibt es auch vorne irgendwas. Hier auch nicht. Ich schau mal nach unten, ob es noch irgendwas gibt. Vielleicht habe ich ja was übersehen. Außer das Pulver, was? Also ich meine, übersehen habe ich das Pulver, was ja eigentlich nicht. Ja, übrigens, für Twitch habe ich mir Folgendes gedacht, dass ich jetzt das, was ich ja eigentlich normalerweise also das Let's Play und so, dass ich solche Dinge normalerweise, wo ich Let's Playen würde, ne? Also Spiele, die ich bringen wollte oder, weil ich sehr, sehr viele Spiele habe, ne? Dass ich das halt einfach als Stream bringen werde. Klar, wenn es jetzt darum geht, so viel Kohle zu machen wie möglich, dann ist das sicher die schlechteste Idee, weil, ich werde da Spiele Let's Playen oder beziehungsweise eben streamen, wo andere Leute vielleicht gar nicht kennen oder denken, ja gut, die sind ja aus dem letzten Jahrtausend, ne? Also, oder Jahrhundert. Und ich mir sage, egal. Hauptsache Spaß haben und Freude haben daran. Und darum geht's ja. Somit gibt es dann halt einfach die Möglichkeit für mich, ein bisschen Kohle noch nebenbei zu verdienen. So, wo ist jetzt dieser Outpost? Hier. Südwesten. Aber dann bringe ich einfach irgendwelche Spiele, die ich gerne sonst normalerweise als Let's Play bringen wollte. Aber ich mir so denke, ja gut, wieso bringe ich das nicht auf Steam? Was? Auf Steam. Genau, auf Steam. Ja, ja. Nein, auf Twitch als Stream. Oh, oh, oh. Oh ja, wunderbar. Habe ich völlig vergessen. Also jedenfalls für mich wäre das so super okay.
muss noch ein bisschen mehr westlich. Beziehungsweise südlich. Irgendwie sowas in der Welt. Oh nee. Schon wird es genügend weit von meinem Schiff entfernt. Wo ist denn mein Schiff? Da. Das will ich nicht essen. Auch irgendwie geht das gerade nicht. Sind noch im Wein. Ich habe das Gefühl, der weint nicht mehr. Okay. Könnt ihr in die Kommentare schreiben dann auf YouTube, wenn ihr das dann schaut. Ich gehe mal davon aus, dass sie immer wenig schauen. Leider ist es eben so. Die Streams, die ich später da veröffentliche oder so, die werden sehr mäßig angeschaut. Klar, wenn ihr so seht, oh, 2 Stunden, 3 Stunden, oh. Wer will dann schon so ein Video anschauen, ne? Manche tun's. Ich würde es machen, wenn es mich interessiert. Wenn ich Zeit habe, ne? Aber ich bin nicht ihr. Ich bin eher ein komischer Vogel, sag ich mal. Ich gehöre nicht zu den Twitch-Normen. Nicht zu den YouTuber-Normen. Ich habe völlig meine eigenen Dinge, die ich mache. Süden! Süden! Ich meine, okay, ich bin Streamer, aber jetzt kann ich mal sagen, ich bin offiziell jetzt ein Streamer, ne? Hätte jetzt das auch nicht gedacht, hätte mir das jemand vor ein paar Jahren gesagt. Ja, du wirst dann mal 2020 Twitch Affiliate haben und da streamen können. Gut, wenn mir dann hier irgendwann mal jemand sagt, dass ich damit, ich weiß auch nicht, wie viel verdiene und ich mir dann so sage, okay, ja, erzähl mir nicht was vom Pferd oder wie man sie den Spruch so sagt, oder? Also erzähl mir keinen Quatsch. Das ist so viel Unsinn. So, gibt es eigentlich ein Schiff, das uns in die Quere kommt? Mal schauen. Weil ich halt auf der Karte, naja, sehr ausgeliefert bin. Ich kann euch sagen, man will immer eine kurze Seefahrt machen und dann wird die 2 Stunden lang. Ja, der heult wieder.
Warte, er hat wieder aufgehört. Er hat schon wieder aufgehört, das ist doch super. Ist das wegen dem Ding da? Wahrscheinlich schon. Hab die bedrohliche Musik bisher noch nicht gehört. Das Gefühl hier ist, naja, die ganze Zeit nur dunkel. $3.440, ja, das hätte ich auch gerne auf meinem Konto jetzt gut geschrieben. Da hätte ja das Sozialamt Freude willen sagen, was? Woher haben sie denn so viel Kohle? Also, ich habe ein Spiel gespielt und hab das verdient, ehrenamtlich. Ja, das wäre jedenfalls schön. Einen Schädel haben wir dann noch. Das andere können wir bei Seepost verkaufen, wo wir haben. Wo muss ich eigentlich hin? Ich bin auch an Flaschenpost. Okay. Die möchte ich etwas noch gerne machen. Solange die Insel nicht allzu weit weg ist. Ja, 167 hätte ich jetzt auch gern. Das wäre natürlich auch schön tragen. Aber kurz, das ist doch Shipwreck Bay, oder? Also mal angenommen, man hätte jetzt eine Aufgabe und müsste zu der Insel hin. Was passierte da? Nee, weiter scrollen. Shipwreck Bay ist da. Aber das ist doch... Ja, egal. Also, wie hieß die Insel nochmal? Die war doch auch hier irgendwo. Die große kleine Insel. Ah, da hinten. Irgendwie ist sie mir zu weit entfernt. Ich mag die Insel dort nicht so ganz. Gibt es hier einen Seeposten noch? Ah, da gibt es ja noch einen Seeposten. Ja gut, dann lohnt sich die Fahrt nochmal zurück, also Nordosten. Ah ja, ich hatte noch die Kiste mit Kanonenkügeln. Ich habe nur einen genommen. Oh. Das ist voll. Ah, das nenne ich ja gut.
Ja, und ich hatte gesagt, ein Schädel noch. Aber eben, wie gesagt, der Außenposten hier, den mag ich nicht. Der ist mir einfach zu lang und zu groß. 1000. Ja, das sieht ja auch gut aus. Gibt noch viele Erfahrungspunkte. Oh, stimmt, ich habe ja noch mehr. Oh Mann. Ich habe die Kiste noch vergessen. Es ist halt ein bisschen schade, wenn es keine Zuschauer. Ich keine Zuschauer habe. Aber was soll man machen? Ich streame halt nochmals. Dann. Ja, ja. Und ich weiß, ich habe Pulver, was nach oben, aber das werde ich nicht holen. Also verkaufen, meine ich. Loben, wieso soll ich ein Pulver was loben? Ich weiß auch nicht, was ich singe, das muss noch einfach anfangen springen. Nein, warte. Der Text geht eben völlig falsch. Ich weiß, es ist so schön. Kiste mit feinem Zucker! Jo. Woll. Und wie viel gibt's dafür? Hab ich nicht gesehen. Ah ja. Aber auch nicht schlecht. Naja. Das ist jetzt nicht so allzu gut für Seo-Fies-Verhältnisse, aber wenn man jetzt davon ausgehen würde, Nordosten, man würde das auch alles bekommen. Da auf die Hand. Oder aufs Konto überwiesen. Dann nehme ich das gerne. So, Nordosten. Ja, das wäre wahrscheinlich schon ein bisschen mehr als eine Stunde gehen, ne? Es wird halt doch später, als ich vermutet habe. Ja, stimmt, die Schnittertruhe haben wir auch noch. Ich einfach immer mit der Schnittertruhe noch weiterfahre. Sonderhautpost, wo ist denn die? Ist das? Bin ich jetzt blöd? Hinter Versteck. Was, wo war denn das nochmal? Das war doch hier irgendwo. Naja, wahrscheinlich fahre ich jetzt gegen den Felsen oder so. Tja, komisch. Ich dachte, das wäre so jetzt nach Norden. Haben die das wieder verlegt oder was?
Finde auch lustig, dass ich ja gar nicht gejagt werde oder bisher noch nicht gejagt worden ist. Mal angenommen, es gibt das Schnitterversteck jetzt nicht mehr gerade dort. Bin ich natürlich blöd, oder? Oder haben die die Insel umbenannt? Ah, jedenfalls hier. Das war mal das Schnitterversteck. Tja, klar kann man es nicht mehr finden, wenn es anders heißt. Ich hab die Schnittertruhe. Ahoi, Captain! Naja, ahoi jedenfalls. Mich nimmt es eigentlich wunder, dass Montag ein schlechter Tag um zu streamen. Gibt es da wenig Streamer oder beziehungsweise wenig Zuschauer oder so? Das ist immer so ein Tag, wo man denkt, oh, ich bin müde. Gut, ich wäre jetzt eher so einer. Ich schaue halt gerne Filme am Montag oder mache gerne irgendwelche gewisse Dinge, ne? Um mich abzulenken von dem Arbeitsalltag, ne? Also Montag ist jetzt echt ein Tag, wo ich finde, oh. Da kann ich noch irgendwie Ablenkung gebrauchen. Wobei, das ist eigentlich so komisch, das ist ja der erste Tag der Woche und man müsste ja sagen, eigentlich wäre man ja da voll fit noch. Aber ich habe da immer irgendwie so ein... Ist das einfach so der Tag? Und ich rede nicht mal vom Morgen aufstehen und zu sagen, oh, wieder Montag, wieder arbeiten oder wieder Schule. Sondern... Es gibt da anders. Hä? An dem liegt's ja nicht mal. Der kocht seine Suppe hier weiter. Ooh, a new friend. New friend? Please, don't be gone long. Der sucht sich aber komische Freunde. So, mal schauen, ob der ne, da... Was gibt er? 5. Wahrscheinlich oder so. Oder 10. 5. Hab's ja gesagt. Ist ein bisschen zu lang gebraten. So, und jetzt Nordosten. Mir noch was? Pulver, was? Okay. Passt doch alles. Übrigens, der Grund, wieso ich die Schnittertruhe so offensichtlich hintue, ist einfach, weil es mir völlig egal ist. Weil, wenn ein Schiff oder wann ein Schiff mich findet, dann ist es halt so. Von mir aus können die Schnittertruhe haben. An mich müssen die nicht unbedingt versenken. Um es zu bekommen. Tja, das ist die falsche Insel.
Vielleicht gibt es da ein Skelett, wo man besiegen darf. So einen roten Skelett. Boss oder so. Captain. Captain Barbossa! Wie viele Skelette da gerade gespawnt sind, also echt. Das ist eigentlich schon lustig. Ich tu meinen durchschnittlichen Zuschaueranzahl mache ich echt den Bach runter. Also ich werde die wahrscheinlich irgendwann auf 1 bringen. Die war ja vorhin auf 3,1, glaube ich. Ungefähr. Jetzt ist sie bei 2,25, glaube ich schon. Und heute wird die noch mehr sinken. Naja. Gibt schlimm aus. Solange die mir nicht den Affiliate-Status klauen oder wegnehmen wieder, ist für mich alles okay. Was das anbelangt. Weil sonst würde ich mich dann ärgern. Sagen, ja, toll. Hallo. Ja, wollte schon sagen. Ist manchmal euer Gärten. Ist einfach nicht so. Tja, heute ist ja die Zuschauerzahl mal wieder prächtig mächtig. So, an der Vogelscheuche Ost hat deine Suche ernannt. 7 Schritte Nordwest. Also Osten. Vogelscheuche Osten? Welche Vogelscheuche? Ja gut, es gibt ja mehrere Orte, wo eine Vogelscheuche sein könnte, also irgendwo im Osten, aber jo. Die Frage ist, wo im Osten, meine lieben Leute? Und da ist nochmal eine Flaschenpost. Und ich weiß nicht, wieso ich so ein komischer Dialekt wieder rede. Aber manchmal finde ich es sehr amüsant. Wuhu, ich kann fliegen. Fliehen. Ich finde es zwischendurch schön, dass da unter Wasser auch noch irgendwelche Dinge spawnen. So. Gut, teilweise liegt es ja daran, weil ein Schiff versenkt worden ist und nicht jeder, also aller Loot geholt worden ist. Aber oftmals ist es eher so, dass das Zeug halt gespawnt ist. Ach, das ist ja nicht mal. Das ist ein Krug. Ja, wunderbar. Ich dachte, das wäre eine Flaschenpost. Oh, ich brenne. Stimmt, die letzte Aufgabe, wo ich in Sea of Thieves war, war ja, man muss sich einfach irgendwas reinziehen, wo er dann sich übergibt. Ich hab jetzt schon überlegt, hä? Ich hatte doch das letzte Mal keine Aufgabe, aber ich hatte eine. Vogelscheuchen im Osten. Jawohl. Wieder etwas gefunden.
Sagen wir es mal so, es gibt eine schlimmere Insel als die, aber ich finde die Insel nicht so angenehm. Wobei, eigentlich sieht sie noch schön aus, aber irgendwie finde ich sie nicht so angenehm, weil ich schon einige Dinge hier suchen musste, die mir nicht gefallen haben. Ach, das ist eine Schlange. Ich dachte schon, hey, was ist denn das, was sich hier bewegt? Eine Schlange, die ist mächtig. Eine Schlange, die ist blöd. Eine Schlange, die weiß ich. Das Raum auf. Okidoki hat viele schon erlebt. Kein Wunder, dass es zittert. Kein Wunder, dass es bebt. Naja, klar. Uhu! Norden, wo ist Norden? Irgendwo da. Katsching! Wann wird wohl das erste Abo kommen auf Twitch? Darauf freue ich mich schon. 4,99. Übrigens könnte ich euch ja was verschenken, ne? Also, dass es günstiger für euch wäre, beziehungsweise ich würde es bezahlen und ihr kriegt dann das Abo, aber naja. Irgendwie, ich weiß nicht. Aber Nix, du musst doch verschenken. Da unten ist auch wieder was. Osten. Gibt's hier unten eine Vogelscheuche? Könnte schon sein, ne? Was gibt's denn da unten eigentlich? Hühner! Ach, eine Truhe. Oh. Das ist keine Vogelscheuche. Wo soll denn hier eine Vogelscheuche sein? Die weiß ich nicht. Ah, das ist das, was ich hingelegt habe. La. Ja, für mich ist das keine Vogelscheuche. Wo ist mein Boot? Hier unten. Jawoll! Aua. Da steht schon Osten, ne? Keine Ahnung, welche Vogelscheuche du meinst. Ach, das ist nur ein Stein. Ich dachte, hier wäre eine Truhe oder sowas. Das Osten ist eigentlich eben mehr oder weniger in die Richtung. Aber ich wüsste nicht, dass hier irgendwo sowas wäre. Das ist ja das Fort.
dir gerade sagen können. Ja, beim Fort da, da gibt es eine Vogelscheuche im Osten. Eine Vogelscheuche sieht ja in dem Spiel folgendermaßen aus. Einfach ein Skelett aufgehängt, mehr oder weniger. Ah doch, hier. Gut. Hab nichts gesagt. So, und? Nordwesten, 7 Schritte. Ja gut, das ist nicht die Truhe, wo ich erwartet habe. Ich glaube, das ist so eine blöde Standardtruhe, ne? Also nicht Standardtruhe, sondern so eine Truhe, wo man öffnen kann. Ja, genau. Ich glaube, mit dem kann ich ja nichts anfangen. Also ich bin mir unsicher. Wenn ich sowas verkaufe... Das aus Truhe zählt. Gut, es steht ja eigentlich Schatztruhe. Mal schauen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir finden uns noch gemeinsam raus. Ich kann auch immer etwas sagen, was mich halt nervt an Livestreams ist einfach, dass man nicht vorspulen kann, ne? Oder etwas über, also zum Beispiel schneiden kann oder was auch nicht. Das, was man halt eben bei normalen Videos machen kann. Stimmt, etwas habe ich immer noch nicht installiert hier, was ich hier machen wollte, aber ja. Ja! Kriege ich Schaden? Also mehr nicht. So. Ach, da ist das Ruderboot. Ja, mal schauen. Süd. Westen. Na gut, ich nehme das Ruderboot. Vielleicht kann ich ja das noch brauchen. Und zwar habe ich die Idee, dass ich mein Schiff dann sozusagen noch weiter schicke. Dann verkaufe ich aber schon alles, was ich hier verkaufen kann. Naja. Mal schauen, ob der Trick noch funktioniert. Denn. Also dann hätte ich alles im Boot schon, ne? Könnte einfach beim Ding vorbeifahren. Bisschen langsamer halt fahren, das Zeug alles verkaufen und dann zurück zum Schiff. Muss mich teleportieren. Das wäre meine Idee. Mal schauen, ob sie klappt. Ob sie funktioniert. Das, meine lieben Leute, erfahrt ihr im nächsten Part von COVs. Ich weiß, es sind keine Parts. Aber ich finde, sonst gehen die Fighten immer so lang. Dann muss man ausladen und da. Und bei dem Außenposten ja sowieso. Dann kann man das Schiff einfach fallen lassen, dann mache ich vielleicht, dass er nicht so schnell fährt. Ach, der Wind kommt von der anderen Richtung, oder? Ja.
Der müsste dann eh weiterfahren in der Richtung, ne? Wieso haben die das umbenannt? Das Rapius. Ja, müsste in der Richtung weiterfahren. Und ich meine, wenn er untergeht, dann geht halt das Schiff unter. Ist mir eigentlich egal, ist nur eine Schnittertruhe. Das andere will ich schon noch abgeben können. Ach so. Ja, ich muss einfach schauen, dass ich hier irgendwie durchkomme. Immer schauen, vielleicht findet man hier so einen speziellen Skelett mit Münzen für Shop. Gibt zwar eher weniger, aber ja. Manchmal tauchen die auf. Naja, meistens eigentlich nur auf der, wenn man auf der Insel ist, aber. Mal eben ein bisschen nachher die Segel hoch, weil ich weiß ja nicht, wie schnell das Boot dann da weiterfahren wird. Das Dümmste natürlich, was passieren kann, Krake oder Megadolon oder was auch immer, irgendwas Unvorhersehbares. Aber da sind ja keine Steine in sich, das wollte ich sagen. Ich glaube, die Insel da hinten wird schon sein. Hier ab ins Ruderboot und los geht die wilde Fahrt. Ans Ruder kann ich mich irgendwie gerade nicht setzen.
Ich weiß zwar nicht, ob das eine gute Idee war, was ich hier mache, aber wir hoffen mal. Das kann ja nur schief gehen. Eben das Schlimmste ist, es kann nur schief gehen. Das Beste ist, es geht nicht schief. Hä? Ach so. So, so. Ach, da war nur ein Ding drin. Okay. Bin mir unsicher, ob das zählt. Anscheinend wird mein Schiff von einem Megadolon angegriffen. Weil die Musik da ist. Ist das mein Schiff? Ja, ist mein Schiff. Da muss ich, glaube ich, mich ein bisschen beeilen. Hallo, nimm das Ding. Und leider zählt die nicht. Naja. Wir haben es ja versucht. Warte, die Schnittertruhe ist eigentlich auch eine Truhe, aber die kann ich hier nicht verkaufen. Ja gut. Egal. Schauen wir, wo wir spawnen. Ah, alles gut. Alles gut auf Kurs, ne? Kein Megadolon, der uns verfolgt. Also bisher jedenfalls noch nicht. Bisher sehr ruhig. Ah ja, wieder die Special Insel, die nicht auf der Karte verzeichnet ist, aber einen speziellen Frack hier hat. Ob für eine Mission auch da ist. Wir haben das Segel in die falsche Richtung, glaube ich. Oder? Ja, so sieht es jedenfalls aus. Den Teil übrigens mag ich viel mehr, weil es so
also so grünlicher, blaulicher, ich weiß auch nicht, so ein hellerer. Das ist viel schöner, der Ort. Ich finde eigentlich auch interessant, dass die da mehrere Gebiete gemacht haben. Was aber eigentlich auch schön ist. Wobei, die Vulkaninsel mag ich, seitdem das Schiff auch brennen kann, nicht mehr so. Also ich mochte sie auch vorhin noch nicht so ganz. Aber jetzt ist es noch viel mehr der Fall, dass ich es nicht mehr mag. So, da ist übrigens die Arena. Jedenfalls das Gebäude, wo ich das letzte Mal gesagt habe. Und da jemand da raus und dann bla 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 und so weiter. So weit. Aber hinter wem war denn der Megadolon her? Ich meine, wir haben ja einen gehört. Ja, ein bisschen mehr als 1,5 Stunden. Es wird nebelig. Und es leckt ein bisschen. Naja, wenn der die Insel lädt, dann leckt es immer. Jetzt ist einfach Abend, oder? Also wird Abend. Das war die Idee. Ja, ein bisschen umgemodelt haben die hier schon, habe ich das Gefühl. Na gut, das letzte Mal, wo ich hier war, war es auch schon ein bisschen umgemodelt. Ja, definitiv. Stimmt, es gibt ja jetzt auch Ding, oder? Wo man hier Level bekommen kann. Oh. Was zum Geier? Wie viele Level war das jetzt? Von 4 auf 7? Fast auf 8? Fast 4 Level, oder? Nice. Ich kann eine Truhe. Oh. Ich kann Ding kaufen. Also, ich könnte theoretisch. Die Kanone zu sehen mir bescheuert aus. Was? Das gibt's auch noch. Was? Deine Leidenschaft ist bewundernswert. Achte darauf, dass dein Gewand ebenso bewundernswert ist. Abstimmung, um das Putsch. Setze die Segel im Botschafter. Erhöhe deinen Botschafterrang, indem du. Ach so, wir können hier. Genau. Aber ein Pulverfass glaube ich nicht, dass ich den verkaufen könnte, ne? Aber es hat sich sogar gelohnt. Ich meine, levelmäßig habe ich da echt
Naja, hoch gemacht. Bringt dann eine Schnittertruhe extrem viel. Ich meine, die Geschenke, wo ich da abgegeben habe, die haben ja, naja, fast nichts, habe ich das Gefühl gehabt. Aber hier ist eine Schnittertruhe. Puh. Ja gut, es ist eigentlich auch nicht einfach, eine Schnittertruhe hier hinzubringen. In der Regel. Weil, naja, man sieht einen ja auf der Karte. Und du kannst von jedem, der auf dem Server ist, theoretisch verfolgt werden. Weil die sehen, oh, die bewegt sich. Ah, da muss jemand haben. Manche warten nur hier schon, ne? Manche warten hier einfach nur, bis jemand kommt. Zu viele Masken. Das kann man verkaufen bei dir? Okay. Na schön, Pulverfässer kann man auch verkaufen. Das Level? Oh, sehr wenig. Aber gut zu wissen, also Pulverfässer kann man hier auch verkaufen. Naja, dann, liebe Leute, würde ich sagen, danke fürs Anschauen. Wir schauen uns noch die Insel ein bisschen an, aber ich glaube nicht, dass wir hier direkt was finden werden. Was ich zwar schon mal gemacht habe, aber... Gut, wenn es hier nochmal ein Pulverfass... Also, ich glaube nicht, dass hier Pulverfässer sind, aber man weiß ja nie. Die Frage ist, was kann man hier alles sonst noch verkaufen? Also auf der Insel daneben dran habe ich auch schon irgendwas gefunden. Manchmal kann das natürlich, wie gesagt, von anderen Schiffen sein. Aber in der Regel findet man eher nichts. Das war auch so ein Ruderboot oder so. Logbuch. Okay, habe ich anscheinend schon mal durchgelesen. Man weiß es halt nie. Sagen wir es mal so, in Sea of Thieves gibt es so viele Möglichkeiten, so viele Dinge, wo man machen kann. Ich weiß auch nicht, was ich alles schon gemacht oder gelesen habe. Ich habe das Gefühl, die Insel ist auch größer geworden. Früher sah die ein bisschen anders aus. Oder meinte ich immer die Insel? Na egal. Jedenfalls, meine lieben Leute, danke fürs Anschauen von Sea of Thieves für diesen Livestream. Auch wenn der größte Teil das nicht live angeschaut hat. Aber trotzdem, auch für die, die es im Nachhinein anschauen, ein herzliches Dankeschön. Und wie gesagt, ihr könnt in die Kommentare schreiben. Ja, vor allem auf YouTube. Bei Twitch geht das ja leider nicht, soviel ich weiß. Jedenfalls macht's gut und habt einen schönen Tag, schönen Abend oder was auch immer. Schönes Wochenende und schöne Ferien. Und hoffentlich für die Leute, die feiern, hoffe ich, dass ihr feiern könnt. Ne? Das wäre natürlich schön. Sind das genau die Kanonen, wo man kaufen kann? Ich finde, die sehen schön aus. Ich will noch mal kurz nachschauen, aber also wenn das genau das ist, dann sehen die eigentlich nicht mal schlecht aus. Aber ich habe nicht das Gefühl. Gib mir die Kanonen von draußen. Aber die... nee, die sehen ja lausig aus. Also echt. Ja, da steht sogar lausige Schnitterkanonen. Ja gut, wir kaufen sie einfach mal. Damit wir sie haben. Ah, der Tierking. Ja, hallöchen. Jedenfalls gehe ich gerade... Beziehungsweise ich gehe jetzt gerade auf. Danke fürs Anschauen jedenfalls oder fürs Reinkommen noch. Hab einen schönen Abend. Ich hoffe, dir geht's gut.
Die wären doch wirklich schön. So. Ja, ich habe mein eigenes Schiff getroffen. Ah, ich habe keine weiteren Kugeln mehr. Na, ist ja auch egal. Ist da unten ein Grab oder was? Achso, das ist nur eine Pflanze. Naja, dann schönen Abend noch. Tschüss. Bye-bye.